Zu einem brennenden Geländewagen wurde die Feuerwehr auf die BAB1 von Trier in Richtung Hermeskeil gerufen. Kurz vor der Hochwaldtankstelle bemerkte der Fahrer eines Mercedes-Geländewagens, dass es nach Rauch roch. Er lenkte sein Gefährt auf die Pannenspur, als schon die ersten Flammen aus der Motorhaube schlugen. Zwei Pkw-Fahrer hielten sofort an und halfen dem Mann, seinen Anhänger abzukuppeln und diesen zu retten. Versuche, den Brand selber zu löschen, schlugen fehl, da der Wagen bereits voll brannte. Die Feuerwehr war schnell zur Stelle, konnte jedoch nicht verhindern, dass das Auto komplett abbrannte. Da das Fahrzeug zuvor frisch betankt wurde und etwa 100 Liter Kraftstoff im Tank hatte, loderten die Flammen immer wieder auf. Verletzt wurde niemand. Wie hoch der Schaden war, ist noch nicht bekannt. Im Einsatz war die Autobahnpolizei Schweich sowie die Feuerwehren aus Schweich und Rheinsfeld.